So, und da sind wir auch wieder, meine Freunde. Und, ja. Ich habe so eine ganz leise Vorstellung, wobei ich ja mit meinen Vorstellungen hier meistens falsch liege, dass ich eventuell, dem, ja, diesem Barometer, Syndometer, wie auch immer das heißt. Oh, Basilenangriff! Alle aus Posa in Deckung! Oh, bitte nicht, Basilen. Bitte tut mir nichts. Ich bin ein anständiger Asposa. Stille. Sie können Angst riechen. Basilenangriff, Ende! Oh Gott, ich habe die Angriffe der Götter bis jetzt immer nur vom Balkon aus gesehen. Okay. Also es passiert auch einfach so noch zusätzlich was, finde ich sehr Schneider. Cool. Ach, hallo, junge Frau. Ich, bin eigentlich nur Robert. Entschuldige, die Gefangenschaft hat mich ein wenig wirr gemacht. Ich finde die Stimme so cool von dem. Ja. Ach ja, wegen dem Leibchen. Ja, es wird bestimmt ganz toll aussehen. Ich habe leider noch nicht alles zusammen. Frag mich alles, was du willst. Okay, achso, ja, hier war ja noch nicht so wirklich viel. Okay, ich gehe dann mal. Alles klar, ich... Bleib hier. Ja. So. Dann möchte ich erstmal hier hingehen. Nenne deine Sünde. Okay. Also. Sehe die Schwere. Moment mal. Du hast was? So habe ich auch geguckt, als Ottilie mir ihre Sünden erzählt hat. Ja, damit war ich mir in deiner Vermutung zumindest richtig. Was soll ich mit so vielen Minzbonbons? Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt noch welche. Lass mich in Ruhe. Ich will allein sein. Scheint kaputt zu sein und ziemlich verstört. Der Zeiger fehlt. Ich weiß auch, wer ihn hat. Okay, das heißt, den Zeiger oder Nadel haben wir auf jeden Fall schon mal. Ich will einfach nochmal mit ihm jetzt Hallo, reden können. Hallo, Wache Nummer 822. Hallo, Bürger Nummer 357. Hey, der Syndomat ist kaputt. Oh Mist! Hast du zufällig gesehen, wer das war? Das war so ein Typ, ein Hühne, richtig gut aussehend. Oh, könntest du mir Bescheid sagen, wenn du ihn nochmal siehst? Er steht da nicht gegenüber, oder so, ne, nein. Einen schönen Tag noch. Jawohl, mögen die Basilen dir wohlgesonnen sein. Danke, gleichfalls. Okay. Ich hätte fast damit gerechnet, dass er uns auffällt. Ich lasse es lieber in Ruhe. Es sieht so friedlich aus. Zu groß, zu schwer, zu kantig. Der gute Hirte Asposiens. Der Name war Conroys Idee. Okay, hier war gerade noch was dran. Das wollte ich auch noch gucken, ob ich damit was machen kann, aber... Ein Phosphos. Davon gibt es mittlerweile einfach viel zu wenige. Kann ich das jetzt lesen Conroy oder so? Conroy Rät Nummer 2445. Umsichtiges Verhalten im Falle eines Basilenangriffs, oder? Versteinert. Was nun? Ach, das kenne ich schon auswendig. Eins reicht. Okay. Okay. Ich komme nicht dran. Und mal abgesehen. Ja. Okay. So. Kann ich ihm die Nadel schon geben? Hier kann man das als Stricknadel verwenden. Also ich werde es verwenden können. Darf ich fragen, wo du das her hast? Die ist vom Syndomaten. Interessant.
Wie bist du da rangekommen? Ach, da war diese Dame in der Bar. Aha, du meinst bestimmt Ottilie. Steiler Zahn. Ich fürchte, ihr seid schon zu lange eingesperrt. Steiler Zahn. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Leibchen. Ich tue, was ich kann. Ach ja. Okay, sehr gut. Aber wir haben zumindest mal ein bisschen was erreicht jetzt hier. Das ist schön. Ach ja, so. Vielleicht können wir ihm das Flugblatt geben. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Ich dachte, wir können ihm sagen, hier, ich habe eine viel coolere Schatzkarte gefunden. Nimm doch die und gib mir dafür deine oder irgendwie sowas. Das wäre richtig geil gewesen. Gut. Mit der Tür können wir auch nichts machen. Die Tür gehört jemandem. Ich glaube, es wäre unhöflich, sie mitzunehmen. Okay. So, hier ist optisch erstmal nicht sehr viel passiert. Hiermit können wir immer noch nichts machen. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Was wird das? Ach, nichts. Also, ja, na gut. Gucken wir, ob wir nochmal mit ihm reden können, wegen dem Basilienangriff gerade eben. Ich bin's nochmal, Robert. Du sagst das so, als wär's was Gutes. Nein. Gut, ich gehe jetzt. Gleich, gleich. Nur dieses eine Spiel noch. Sehr gut, können wir mit Ottilie reden? Hallo nochmal. Schätzchen, ich wusste, du kommst zurück. Wie kann dir die alte Ottilie denn helfen? Okay, nichts Neues. Tschüss. Hier. Pass auf dich auf, Schätzchen. Man muss eine Münze einwerfen. Weißt du, was münzenförmig ist? Das Minzbonbon hat schon irgendwie die Form einer Münze. Hey, da sind ja gar keine Kaugummis drin. Das sind Murmeln. Schade. Murmeln schmecken nicht mal halb so gut wie Kaugummis. Und hinterher tun die Zähne weh. Okay, das heißt, wir haben zumindest was Neues. Können wir die Murmeln vielleicht dem Jungen draußen geben? Ich probier's mal aus. Hey, du bist doch auf Schatzsuche, oder? Schau mal, was ich gefunden habe. Aber ein richtiger Schatz gehört doch in eine Schatzkiste. Ich will einen richtigen Schatz, nicht nur solche blöden Murmeln. Okay. Ich glaube nicht. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie eine Kiste finden oder sowas. Und dann die Murmeln da rein und dann bekommen wir das. Davon will ich nicht. Okay. Der ist ja ganz fettig. Ich kann ihn nicht packen. Lieber nicht. Er sieht aus, als wäre er schon wieder wütend auf mich. Tja, hier ist sonst nirgendwo was. Können wir den irgendwie mit dem Murmeln sicherlich auch nicht? Naja, dann nein, können... Nein. Damit könnte man es ja nicht. Ich habe noch eine Idee. Ich weiß zwar nicht, wie uns das weiterhelfen soll, aber das wäre ziemlich, ziemlich interessant gerade. Das kann ich mir noch vorstellen, so vom Spiel her. So. So. Steht zu Diensten, Abt Conroy. Kann man immer gebrauchen. Sehr gut. Lunchbox mit Murmeln. Die Murmeln glitzern in der Kiste. Sehr gut. Ah, so langsam komme ich in das Spiel rein. Oh, ist das genial.
Gut, dann... Nein. Okay. Okay. Hey, du bist doch auf Schatzsuche, oder? Schau mal, was ich gefunden habe. Oh Junge, oh Junge, die Augen der Basilen. Ein richtiger Schatz. Kann ich jetzt deine Schatzkarte haben? Na klar, das olle Strickmuster brauche ich jetzt nicht mehr. Sehr gut. Sehr gut. Dann bringe ich ihm das erstmal. Dann haben wir nur noch das Problem, dass wir irgendwie den alten Mönchen mit dem alten Mönchen irgendetwas machen müssen. Gut. Das Strickmuster. Hervorragend. Oh, ich sehe schon, das wird überaus modische Babybekleidung. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Leibchen. Ich tue, was ich kann. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Es geht ein bisschen voran, das freut mich. So. Tja, meine Idee ist ja immer noch hier damit, ne? Das mache ich nicht. Ach, mach den doch besoffen und dann kannst du ihm sein Zeug klauen. Das ist ja doch so die Idee. Flugblatt? Warum sollte ich das tun? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Das mache ich nicht. Nochmal mit ihm reden? Ich bin's nochmal, Robert. Du sagst das. Nee. Gut, ich gehe jetzt. Gleich, gleich. Nur diese Sahne spielen noch. Nein, das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für sowas. Ich glaube nicht, dass... Okay. Nein, jetzt ist nicht die... Was bringt mir das jetzt? Das mache ich nicht. Warum sollte ich... Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Ich... Conroy Handpuppe, die haben wir benutzt. Den Kescher hat man auch schon benutzt, den konnten wir halt nochmal aufheben. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal benutzen müssen. Hallo? Er lächelt im Schlaf. Hm. Er scheint glücklich zu sein. Herzchen, der ist betrunken. Oh. Das wird nicht klappen. Immer noch das Flugblatt, mit dem ich noch nicht so ganz weiß, was wir damit machen sollen. Vielleicht können wir mit dem am Anfang dann nochmal handeln, dass wir ihm den Schnaps geben. Ach, vielleicht können wir mit ihm jetzt nochmal reden. Na, Detze, gefällt dir dein Schatz? Ja. Der ist auch super. Du scheinst dich ja ziemlich dafür zu interessieren. Was hast du vor, Fremder? Und was machst du jetzt mit deinem neuen Schatz? Naja, ich hab ja jetzt eine riesige Verantwortung. Es handelt sich immerhin um die tödlichen Augen der Basilen. Stimmt. Ich denke, ich werde erstmal eine Liste mit Namen machen. Oh, das klingt wie Death Note. Viel Spaß noch bei deinem Spiel. Welches Spiel? Okay. So, hier kommen wir auch nicht lang. Ich schaue, wie gesagt, nochmal, ob ich mit dem... Kann ich bestimmt handeln irgendwie. Ja. Was soll ich denn mit diesem Müll anfangen? Doch nicht? Was soll ich denn mit diesem Müll anfangen? Was soll ich denn mit diesem Müll anfangen? Okay. Was soll ich denn mit diesem Müll? Damit haben wir auch noch nichts gemacht. Und das Flugblatt? Was soll ich denn... Ja, mit dem nochmal reden. Ach,
meine Se- Habt ihr vielleicht das Mädchen erkannt, das mir gerade die Taube geklaut hat? Also ich wüsste vielleicht was. Für ein paar Aspen könnte ich es dir erzählen. Ich schätze, sowas habe ich nicht. Na fein, dann muss ich es dir wohl so sagen. Also, man munkelt, sie ist eine Verbrecherin und eine bekennende Feindin seiner Gnaden, dem großen Windwächter. Ein Feind Conroys? Warum sollte man ihn denn nicht mögen? Keine Ahnung. Solange seine Gnaden mir die Basilen vom Hals hält, bekommt er 20% auf alles in meinem Laden. Okay. Noch einmal wegen des Mädchens. Jede weitere Information kostet extra. Welche Information denn? Na, dass Conroy ein Kopfgeld auf das Mädchen ausgesetzt hat. Danke. Verdammt, wie machst du das? Der Typ ist wirklich genauso dämlich wie ich, ne? Okay. Wir haben über den Buchstaben nicht geredet, wobei ich jetzt nicht weiß, was der Buchstabe großartig soll. Gut. Na, dann gehe ich mal. Okay. Wenn du doch noch Müll brauchst, weißt du ja, wo ich bin. Gut, mit dem Fisch können wir immer noch nichts, oder? Ich bezweifle es sehr stark. Nein. Ja, ich will nur mal ein bisschen ausprobieren. Das war doch... Ja, das war geraten. Ich weiß. Mit dem Conroy-Kopf haben wir auch noch nichts gemacht. Ich glaube nicht, dass... Ja. Nein, es... Gut, dann gehen wir wieder zurück. Tja, jetzt haben wir fast alles. Nur eine kleine Sache fehlt uns halt noch, der Stoff, ne? Ah, hier, das Schild habe ich noch gar nicht angeguckt. Das hängt zu hoch. Außerdem brauche ich gerade kein riesiges Schild. Zum taumelnden Phosphos. Warum es wohl taumelt? Nein. Nein, ich weiß. Hiermit irgendwas machen? Naja. Oder das hier drüber hängen? Ich glaube nicht. Ja, ich weiß auch nicht gerade, was das jetzt soll hier. Ich bin gerade wieder ein bisschen Sieht verwirrt. Sieht nicht besonders stabil aus. Wer auch immer dort wohnt, hat wohl nichts wegzuschließen. Warum gehen wir da nicht rein? Gut, ich schaue nochmal, ob wir dort oben auf dem Turm wirklich schon alle sozusagen uns angeguckt haben oder ob da noch was ist. Wir können uns theoretisch auch noch einen Bonbon nehmen. Ob wir da noch eins brauchen, aber wir haben da einen unendlichen Vorrat sozusagen. Was soll ich damit machen? Einen Ausblick genießt man einfach. Man rede mal darüber. Wow, der Ausblick ist ja unglaublich. Man kann fast bis auf die andere Seite von Asposien gucken. Früher haben sie sich ständig gedreht. Das war ein hübscher Anblick. Das brauche ich nicht. Eins reicht. Zu groß, zu schwer, zu kantig. Brauche ich nicht. Eins von Conroy versteinert? Was nun? Bleiben Sie ruhig und macht Sinn. Dann gehen wir wieder nach unten. Gut. Das wird nicht klappen. Ja, ich weiß auch noch nicht so wirklich, was das jetzt soll. Können wir das noch hier reintun? Warum sollte ich das? Nein, haben wir schon mal so ähnlich ausprobiert. Warum sollte ich? Ich weiß jetzt echt gerade nicht weiter. Ich werde hier nochmal reingehen und ein letztes Mal schauen. Ich bin's nochmal. Nee, kann man echt nichts mit dir machen. Ich gehe jetzt.
Gleich. Ja. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Können wir ihr sowas geben? Ottilie? Das wird nicht klappen. Oder dem? Warum sollte ich das tun? Ah, nur so eine Idee. Entweder will doch bestimmt Minzbonbons essen, ne? Gut, ich kann das bestimmt auch nochmal essen, aber... Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was bringt. Das war, glaube ich, eher nur so ein Hidden Achievement oder sowas. Ja, tut mir leid, Leute. Ja. Frage den Schneider, was er über Erdbeeren weiß. Okay. Na gut, stimmt, das ist wirklich das Einzige, was wir gerade noch nicht gemacht haben. Ich vermute nur, dass wir da trotzdem nichts Neues erfahren. Was uns wirklich weiterhilft. Hallo, Schneider. Ach, hallo, junge Frau. Ich, Ach ja, wegen dem Leibchen. Mhm. Ja, es wird bestimmt ganz toll aussehen. Ich habe leider noch nicht alles zusammen. Frag mich alles, was du willst. Wo bekomme ich nur das Erdbeergarn her? Es ist das heilige Material. Nur die Roben der Windmönche dürfen daraus bestehen. Wow. Braucht ihr wirklich zwei Nadeln zum Stricken? Du hast noch nie gestrickt, oder? Wir brauchen noch eine zweite Nadel. Ah, du Scheiße. Okay. Okay, ich geh dann mal. Alles klar, ich bleib hier. Ja. Okay. Hallo, Wache Nummer... Hallo. Ich kann mal auch nicht noch über groß was reden hier. Mögen die Basilen dir wohlgesonnen sein. Ja, danke, ja. Gleichfalls. Ich bin ein bisschen ratlos mal wieder. Es sind doch nicht das richtige Spiel hier für mich, auch wenn ich das sehr, sehr schön finde und so weiter. Plakate abnehmen verboten. Dem haben wir auch schon zu Genüge geredet. Tja, dann... Ja, vielleicht kann man ihn ölen. Frage ist, womit kann man ihn ölen, ne? Ich dachte ja, die Idee mit dem Ölen hatte ich auch schon. So, wieder offen. Okay. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Vollkommen eingerostet. Ja, klar. Nicht doch. Nein, ich trinke nichts mit einem toten Kopf. Ich will ja nicht trinken, ich will ja nur etwas zum Ölen machen. Nein, ich... Ich weiß es echt nicht mehr. Nein, ich lasse... Ich bin ein bisschen ratlos, Wie soll man sowas ölen? Mit dem Gehstock haben wir auch noch nichts gemacht. Kann man den eventuell auch als Nadel verwenden? Das will ich jetzt ausprobieren. Wenn, dann fände ich das komisch. Weil der ist viel zu groß eigentlich, ne? Wird es damit funktionieren? Ich denke schon. Sehr interessante Nadel. Was genau ist denn das? Die sieht ja aus wie ein Gehstock.
Ja, witzig, nicht? Hauptsache, ihr könnt damit arbeiten. Wenn das ein Gehstock wäre, könnte jetzt irgendein kranker Asposa nicht mehr laufen. Die Frage ist nur, ob man damit stricken kann. Ich meine, es sieht wirklich aus wie ein Gehstock. Es ist eine Stricknadel. Na gut, es wird auf jeden Fall funktionieren. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Okay. Leibchen. Ich tue, was ich kann. Damit haben wir zumindest schon mal ein bisschen was sozusagen gewonnen. Und das können wir hier wirklich nicht reintun? Nein, jetzt ist... Fände ich aber witzig. Willst du vielleicht einen Minzbonbon? Das mache ich nicht. Gib dem noch mal einen Minzbonbon. Er will bestimmt auch einen Minzbonbon haben. Ja. Naja. Ah, Mama. Ah. Wirklich weitergeholfen haben mir die Tipps auch noch nicht, ne? Also, ich wollte es ja nochmal sagen. Lieber nicht. Nachher werfe ich ihn noch um. Man denke nur an den Vorfall vor 10 Jahren. Die Gelehrten bezeichnen ihn bis heute als den Domino-Tag. Wo kriege ich was zum Ölen her? Wo ist eigentlich der... Ja... Igel hin. Ich dachte erst, ich brauche von dem eine Nadel, ne? Was soll ich denn mit diesem Müll anfangen? Was soll ich denn... Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Man könnte das ja einfach wegwerfen, ne? Kann ich den... Wickel den Fisch einfach in das Papier. Ja. Yeah. Was soll ich denn mit diesem Müll anfangen? Okay, hätte er sein können. Warum sollte ich das tun? Das könnte... Das wird nicht klappen. Gut, wir haben zumindest jetzt den Fisch. Das ist ja schon mal was. Aber ich weiß noch nicht, wem wir jetzt etwas mit dem Fisch machen können. Mit dem Fisch, das ist, ich weiß nicht. Ah, der ist glitschig, ne? Fischöl als Schmiermittel. Die Idee. Oh, wer soll denn auf sowas kommen? Ernsthaft? Dieses Spiel ist so abgefahren. Halt dich gut fest, alter Mann. Oh, Maleus, hätte ich gewusst, was du unter dieser Kutte versteckst. Was denn dann, Ottilie? Dann hättest du sicher was umsonst bekommen. Der Hund! Oh. Dieses Spiel ist so gut, ey. Es ist Stimmt es eigentlich, was man über euch Jungs sagt? Kommt drauf an. Was sagt man denn? Naja... Man sagt, dass ihr noch nie eine Frau hattet und praktisch alles nehmt, wenn ihr nur die Gelegenheit bekommt. Das stimmt. Okay. Oh mein Gott, das ist so gut. Hier, ich habe echtes Erdbeergarn gefunden. Meine Güte, dass ich damit nochmal arbeiten würde, hätte ich nie gedacht. Ich finde es wirklich nett von dir, dass du mich helfen lässt. Ja, ich helfe doch gerne. Ich habe einen Idealisten vor mir, das merke ich schon. So, nun habe ich alles für dein Leibchen. Bitte sehr. Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Toll. Vielen Dank. Das Baby wird sich freuen. Keine Ursache. Ach, wenn ich mir nur vorstelle, wie so ein kleines Wesen darin herumstrampelt, wird mir ganz warm ums Herz. Ja, danke. Ihr habt mir sehr geholfen. Kannst du mir ein Baby besorgen? Was? Wieso? Ich bin hier echt einsam. Wie wär's mit einem Hund?
Nein, ich werde euch sicherlich nicht den... Eine Topfpflanze? Ich werde jetzt gehen. Oh, der Arme, der tut einem wirklich leid. Ich würde den wirklich gerne da rausholen oder was auch immer. Gut, wir haben schon wieder die 30 Minuten erreicht. Also ich bin jetzt irgendwie wirklich für dieses Spiel hier eher auf die 30 Minuten, weil es halt doch sehr, sehr langsam ist, das Spiel. Ja, gut, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir haben mal richtig viel geschafft, Leute. Yeah, bis dahin, ciao.